أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين Verehrte Muslime, wir leben heute in einer Zeit, in der die Menschen, egal ob man in westlichen Ländern lebt oder auch mittlerweile leider sogar in Ländern, wo die Mehrheit der Menschen Muslime sind, nach ihrem Äußerlichen bewertet werden. Wie ist er gekleidet? Wie sieht er aus? Was hat er für ein Haus? Was fährt er für ein Auto? Und das geht wirklich in den letzten Jahren so weit, dass die Menschen, auch die Muslime, mittlerweile ihre Realität verloren haben. Keiner denkt nach, was passiert hier? Was ist der Mensch überhaupt noch wert? Warum wird das so gehandhabt? Spezielle Programme gibt es ja dafür, zum Beispiel Instagram ist ein Programm oder ein Medium, was eigentlich hauptsächlich nur darauf ausgelegt ist, Show zu produzieren. Das heißt, alles was man macht, als Show darzustellen. Und viele nutzen das so. Das heißt, postet das gesamte Leben zum Beispiel auf diesem Medium, auf dieser Plattform. Wie man isst, wie man trainiert, wie man lacht. Sogar private, intime Sachen in der Familie werden gepostet. Alles ist Show. Keiner dreht sich um und fragt, was mache ich, warum mache ich das so? Wieso ist das so? Ist das richtig, was ich mache? Eigentlich tragen Heuchler nur eine Maske. Munafiq, Nifaq. Zur Zeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam taten sie so, als ob sie gläubig sind. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Sie haben bezeugt, dass du der Prophet Allahs bist. والله يعلم إنك لرسوله. Allah weiß, dass du sein Prophet bist. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah bezeugt aber auch, dass diese Heuchler lügen. Eine Maske. Aber heute haben die Heuchler nicht eine Maske, sondern mehrere Masken. Viele Masken. In der Moschee so, im Training so, auf der Arbeit so, in der Familie so. Bei der Ehefrau so, woanders vielleicht anders. Ma'adallah, ganz gefährlich. Und diese Situation hat leider sicherlich auch abgefärbt auf die Muslime. Also es ist jetzt nicht so, dass wir unterhalten uns hier gerade mit Muslimen, Alhamdulillah. Und ich spreche auch Muslime an. In allererster Linie immer meinen eigenen Nefs. Aber eigentlich sind diese Eigenschaften von Menschen, die keine Muslime sind, die nicht gläubig sind. Aber warum ist das so mit den Muslimen geworden? Obwohl unser Prophet gesagt hat, kun fit dunya ghariban, kun fit dunya ka annaka gharibun, au abiru sabilin. Leb auf dieser Welt wie einer, der fremd ist. Oder wie einer, der Passant, Reisender ist. Was macht denn ein Reisender, wenn er unterwegs ist? Wie verhält er sich? Wenn einer von uns zum Beispiel von hier in die Türkei fahren will oder woanders hin, dann will man so schnell wie möglich am Ziel ankommen und verliert nicht Zeit, wenn man kurz irgendwo rastet, sondern macht so schnell wie möglich weiter. Wenn wir zum Beispiel anhalten, um zu beten, Dhuhr, Asr, dann beten wir so schnell wie möglich, sagt den Kindern sogar, komm, keine Zeit verlieren, wir wollen ganz schnell in die Heimat. Wir wollen keine Zeit verlieren unterwegs. Und unser Prophet sagt uns, kun fit dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil. Verhält euch so, ihr habt ein Ziel. Eure Reise wird enden. Also verliert nicht viel Zeit mit sinnlosen Sachen auf dieser Reise. Und diese Reise wird enden. Hazrat Bera radiallahu anhu berichtet, قال كنا مع رسول الله في جنازة. Wir waren bei einer Beerdigung mit dem Propheten. Bei Ibn Majah überliefert dieser Hadith. فجلس على شفير القبر.
Er hat sich an die Kante eines Grabes gesetzt, verbeckert, hat angefangen zu weinen. Hazrat Bera radiallahu anh berichtet über unseren Propheten. Er hat sich dort hingesetzt, an den Rand eines Grabes nach einer Beerdigung, verbeckert und hat angefangen zu weinen. Hatta ballathara. Er hat so viel geweint, dass von seinen Tränen der Boden nass geworden ist. Und das ist nicht die eine und einzige Stelle, wo er so viel geweint hat. Haben wir im ganzen Leben jemals geweint? Wissen wir überhaupt, wie Tränen sind? Ein Begräbnis von einem Muslim, sogar Begräbnisse sind für uns fremd, leider hier, wo wir leben. Vielleicht einmal im Jahr, einmal in ein paar Jahren. Und weil wir uns dann so fern fühlen vom Tod, denken wir manchmal, glaube ich, Ma'azallah, wir sterben doch nicht. Es sind immer die anderen. Hier in Deutschland stirbt man doch nicht. Wenn dann vielleicht in Philistin oder in Irak oder woanders. Verbecker, hatta belle thera. Der Boden war nass, sagt er. Thumma qale. Dann hat er sich uns zugewendet und hat gesagt, ya ikhwani, o meine Brüder. Und er hat uns auch als Brüder bezeichnet, wisst ihr. Das heißt, er spricht uns auch an. Als ob er jetzt gerade bei uns das sagen würde. Jeden Hadith müssen wir so zuhören, inshallah. Jeder Hadith, der uns überliefert wurde, egal welcher Hujja das vorliest, wo wir das hören, dem müssen wir so zuhören, als ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerade vor mir sitzt und mir das sagt, persönlich. In diesem Haya, in diesem Adab müssen wir Hadith zuhören. Das ist ganz wichtig. Ja, Ikhwani, meine Brüder, لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا. Genau auf dieses Ereignis bereitet euch vor. Und dann gucken wir jetzt wieder zurück auf unsere heutige Zeit, auf die Menschen, auf die Muslime, auf den Show, auf den Prank, auf das schnelle Leben. Nichts passt rein, sogar das Gebet muss reingequetscht werden. Und der Prophet ist in dieser Situation, wo er einfach bei einem normalen Begräbnis sich dahinsetzt und weint, bis der Boden nass ist. لِمِثْلِ هَذَا. Auf dieses Ereignis, auf diesen Grab, فَأَعِدُّوا, bereitet euch vor, hat er gesagt. Bereitet euch darauf vor. Das ist euer Ziel. Hier seid ihr auf Reise. Da werdet ihr hingehen, hat er gesagt. Wir können uns gegenseitig, jeder, je nachdem wie viel schauspielerisches Talent er mitbringt, viel vorspielen. Man kann jeden betrügen, jeden alles erzählen, machen, tun, wie man will. Aber hat man sich eigentlich dann nicht selbst betrogen? Sagt Allah nicht im Koran, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ. Er kennt die Blicke der Augen. خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ, die verräterischen Blicke. Ich gucke dich an, lächel dabei freundlich, aber wer weiß, was ich dahinter denke. Die Heuchler heutzutage. Sie tun so, als ob sie wirklich immer nur Gutes wollen für die Menschen. Für die Muslime sagen sie es ja noch nicht mal mehr. Es ist schon fast offiziell und öffentlich. Die haben ja gar kein Leberecht mehr. Und das Leben eines Muslimen, wie viel Wert hat es in der westlichen Welt noch? Aber ist ein tiefes anderes Thema. Erkennt eure verräterischen Blicke, وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ. Und erkennt auch das, was ihr verborgen in eurem Herzen trägt. Wir können uns gegenseitig was vorspielen. Aber Allah gegenüber, hasha wa kalla. Wallahi, es ist nicht mumkin, es ist nicht möglich. Das weiß jeder Muslim. Daran glaubt man auch. Amenna wa saddaqna. Aber das dann im Alltag so umzusetzen und den Faden nicht zu verlieren, immer daran zu denken, ich bin ein Reisender, ein Passant und meine Reise, die führt ins Jenseits, ob ich will oder nicht. Und mein eigenes Jenseits beginnt dann, wenn der Malakul Maut, also der Todesengel, zu mir gekommen ist. Das ist mein Jenseits. Und dann bin ich dort. لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا, wo der Prophet gesagt hat, bereitet euch darauf vor. Ich habe es aber nie beachtet. Ich habe gemacht, einfach. Habe viel gepostet auf Instagram, auf Facebook, auf anderen Sachen. Habe mir dabei nie die Frage gestellt, warum mache ich das? Gefällt das Allah gerade, was ich mache oder nicht? Warum mache ich das?
Und wenn wir dann an diesem Ziel angekommen sind, kommen wir wieder zu unserer Reise zurück in die Türkei. Deutschland, Österreich ist normalerweise keine Passkontrolle. Vielleicht überqueren wir Ungarn noch, alles EU. Aber spätestens, wenn du in Serbien angekommen bist, kein EU-Land, musst du einen Pass dabei haben. Wenn nicht, was passiert dann? Zurück. Du kommst nicht durch. Du kommst, egal was du machst, dich dort querlegst, schreist, weinst, machst, du kommst da nicht rein. Warum? Dein Pass fehlt. Und an diesem Ziel, wenn wir da angekommen sind, damit wir da durchkommen können, müssen auf unseren Taten, sogar auf unserem Glauben, muss da ein Zertifikat drauf sein. Und zwar ein Echtheitszertifikat. Ein Echtheitsbeleg. Was muss da draufstehen? Made for Allah. Ausschließlich gemacht für Allah. Wenn das da drauf nicht steht und dieses Zertifikat nicht vorhanden ist, Wallahi al-Azim, dann hat es keinen Wert. Es kommt nicht durch. Es bleibt da, hier. Es kommt aber nicht durchs Grab durch, sodass es irgendwie belohnt werden könnte im Grab oder im Jenseits. Und das ist das Gefährliche. Auf dieses Ereignis und auf diesen Ziel hat unser Prophet seine Gefährten Tag und Nacht vorbereitet. Vom ersten Tag an der Offenbarung sehen wir alle Anstrengungen und Bestrebungen auf dieses Ziel hin. Und er hat sie vom ersten Tag an gewarnt vor den Zerstörern, die dieses Echtherzzertifikat gefährden können. Er hat sie gewarnt, indem er zum Beispiel gesagt hat, Ash-Shirku akhfa fi ummati. Der Schirk, Augendienerei, Beigesellung, etwas anderes im Herzen zu haben, wenn man etwas tut, außer Allah. Fi ummati, unter meiner Gemeinde, bis zum Jenseits. Akhfa ist verborgener, ist versteckter. Min debibin namli. Als die Schritte, Bewegung einer Ameise. Wer kann die Schritte einer Ameise wahrnehmen? Niemand. Also so versteckt. Und der Hadith geht noch weiter. Ala safa fi laylatid dhulma. An einem in einer finsteren Nacht auf einem schwarzen Stein. Eine schwarze Ameise, die Bewegung dieser Ameise wird niemand wahrnehmen. Und der Schirk, akhfa min hadha, ist noch verborgener, noch versteckter als diese Ameise auf diesem schwarzen Stein in dieser schwarzen Nacht. Was sagt er uns hier? Und er hat dann die Muslime gewarnt. Ich habe keine Angst davor, dass ihr euch vor den Götzen niederwerfen werdet nach mir. Aber wenn ihr lebt, dann werdet ihr euch nicht mehr die Frage stellen, warum mache ich das? Wird es Allah gefallen? Ist es dem gleich, wie es der Prophet gemacht hat? Oder warum mache ich das? Für Instagram, für mehr Follower oder warum? Akhfa min dalik, noch verborgener. Und Allah sagt im Koran in der Surah Hud, Astaidu billah, man kana yuridu al-hayat ad-dunya. Wer sich diese Welt wünscht, dieses Hayah, wa zinataha, und deren Pracht, wie viel kann man hier haben? Egal wie viel, alles gehört dir. Wer sich das wünscht, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Im vollen Zuge werden wir ihnen das geben auf der Welt, was sie getan haben. Also die Gegenleistung. Die volle Belohnung. Warum fiha la yubkhasun? Ihnen wird dort nichts abgezogen werden. Kein Unrecht wird ihnen zukommen. Das, was sie gemacht haben, werden sie dort bekommen. Ma'adallah. Weil viele Brüder und Schwestern das gewünscht haben und wir uns gedacht haben, okay, hier können nur eine begrenzte Anzahl von Menschen rein. Jetzt durch die Corona-Geschichte leider nur noch 150, weil wir halt mit diesen Abständen hier sitzen. Aber viele andere wollen auch, vielleicht woanders, die nicht hier sind, die nicht hier hinkommen können. Dann posten wir dieses Video, dieses Ders für die Muslime. Aber wallahi al-azim, wenn dort eine andere Absicht auch nur minimal hintersteckt, damit unsere Seite mehr Follower bekommt, oder diese Seite bekannt wird, dann sagt Allah, ja, dann bekommt ihr auf der Welt, in diesem Hayat,
euren Lohn, indem ihr mehr Follower bekommt. Aber im Jenseits, wenn ihr vor mir steht, hat das keine Bedeutung. Für denjenigen, der es vorträgt. Für denjenigen, der geholfen hat, es zu übertragen. Die, die zuhören, die können eine Lehre rausziehen. Aber warum mache ich das dann? Oder warum machst du etwas, wenn du es tust? Wenn du es nur für hier tust, sagt Allah in der Sura Hud, dann bekommst du die volle Belohnung hier. Ulaika alladhina. Das sind diejenigen, laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Die, die ihren vollen Lohn für ihre Taten hier bekommen haben, werden im Jenseits nur bekommen Jahannam, Feuer. Für sie wird nur das Feuer da sein. Wa habita ma sana'u fiha. Und zunichte gemacht wurde das, was sie auf der Welt getan haben. Wa batilun ma kanu ya'malun. Nichtig ist das, was sie getan haben. Keine Belohnung. Es ist so ein wichtiges Thema, dass wir dieses Echtheitszertifikat für alle unsere Taten in unserem Leben bekommen, verehrte Muslime. An dieser Stelle möchte ich inshallah mit einem Hadith fortfahren von Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu. Der folgendes von unserem Propheten in einem etwas längeren Hadith übertragen hat. Ich möchte aber den Teil übertragen, der mit unserem Thema was zu tun hat. Oder mit den folgenden, inshallah, Themen der nächsten Vorträge. Unser Prophet hat gesagt, ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ. Es gibt drei Aspekte, drei Punkte. In diesen drei Punkten betrügt das Herz eines Muslims ihn nicht. Oder das Herz eines Muslims zeigt in diesen drei Punkten definitiv immer eine Loyalität gegenüber Allah. Können wir auch so übersetzen. Weil Ghalle yaghillu ghillan bedeutet Hass, Groll im Herzen zu tragen. Und Allah sagt, in diesen drei Punkten trägt der Muslim kein Hass, kein Groll. Es ist also unabdingbar für einen Muslim. Es ist ein Muss. Ohne das kann er nicht. Es geht nicht für ihn. Was sind diese drei Punkte? Also wie in der Mathematik. Es gibt ja diese notwendigen Kriterien und die hinreichenden. Ohne ein notwendiges Kriterium ist es nicht teilbar. Ist auch nicht rechenbar. Und diese drei Punkte sind notwendige Kriterien für das Herz eines Muslims. Sagt wer? Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eins. Ikhlasul amali lillahi. Jede Tat, die dir gemacht wurde, soll für Allah sein. Das heißt, das Herz eines Muslims kann nicht anders als das. Das heißt, jede Tat, die der Muslim macht, hat ausschließlich oder soll und muss immer dieses Echtheitszertifikat, so nenne ich das heute, haben, made for Allah. Ausschließlich. Keinerlei andere Wünsche und Vorstellungen. Damit wir den Hadith komplett haben. وَالنَّسِيحَةُ لِوُلَاتِ الْمُسْلِمِينَ. Den Führern der Muslime und auch den Muslimen insgesamt und allgemein Nasiha zu geben, Ratschläge. وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ. Daran zu glauben, dass die Muslime als Jama'a, als Gemeinde leben müssen, eine Verpflichtung ist. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيُّتُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ. Denn die Dua der Gemeinschaft ist ein Schutz für die Muslime, sagt unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, verehrte Muslime. Und die Ulama, die trennen sofort, als dieses Hadith erläutern, in den Scherh lesen wir das. Man kann sagen, in allgemeiner Form, damit wir die Definition auch mal komplett haben, heute reden wir über die erste Eigenschaft, Ikhlas. Aufrichtigkeit. Über die anderen, inshallah, das werden wir heute sicherlich nicht schaffen. Es gibt diese Mindeststufe des Ikhlas, der Aufrichtigkeit, die jeder Muslim unbedingt tragen muss. Und das ist das, dass man seine Taten fernhält von Augendienerei, von Heuchlerei und alles, was es zerstören könnte. Das muss sein. Und dann gibt es den Ikhlas der bevorzugten, der besonderen Muslime. Und das ist, die Taten ausschließlich und nur für Allah zu tun. Sogar denken sie noch nicht mal an das Paradies, sondern sie machen es für Allah.
Also sie denken nicht daran, wenn ich das mache, komme ich ins Paradies und das passiert mit mir, sondern sie machen es für Allah. Wir sagten vorhin, wenn das Ikhlas-Zertifikat, diese Echtheitsgarantie nicht auf diesen A'mal, auf den Taten ist, dann wird es weggeschmissen werden und abgelehnt werden. Es kommt nicht durch dieses Zoll des Grabes. Es gibt ja Verse im Koran, die unser Prophet öfter gelesen hat als andere Verse. Oder es gibt Themen, die er öfter angesprochen hat als andere in seinen Hadith. Und dieser Hadith, den ich jetzt mit euch teilen werde, ist ein Hadith, den man sich eigentlich einmal im Monat ist zu wenig, niemals vergisst und immer wieder daran denken sollte. Wir werden die Wichtigkeit verstehen, wenn wir es jetzt teilen, inshallah. Denn es holt einen auf den Boden der Tatsachen zurück. Uns Muslime. Dass wir, nachdem wir dieses Hadith lesen, lernen, hören, daran denken, sagen, stopp. Was mache ich hier gerade überhaupt? Denn wenn wir heute auch als Muslime etwas planen, etwas umsetzen, dann beachten wir viele Sachen. Ja, wird es meiner Familie gefallen? Wird es meinen Freunden gefallen? Was halten die Arbeitskollegen auf der Arbeit? Was werden die Nachbarn darüber denken? Was sagt die Szene dazu? Was sagen meine Follower dazu? Kleinste Kleinigkeiten bis zu den Haaren, das Hemd, die Klamotten, wie man sogar lacht, alles gekünstelt. Alles ist vorgespielt, alles eine Show, aber man denkt daran, man plant es professionell. Weil sonst bekommt man keine Follower oder der Nachbar sagt, boah, guck mal. Oder die Arbeitskollegen könnten einen ja verhöhnen. Alles wird bedacht. Aber keiner kommt auf die Idee zu fragen, wenn ich das mache oder nicht mache, was sagt Allah dazu? Obwohl das ja das Erste in unserem Sinn sein soll, wenn wir etwas tun oder nicht tun. Werde ich Allahs Wohlgefallen daran verdienen oder nicht? Und genau und nur darauf kommt es an, denn Allah sagt, فَلَا تَخْشَوْهُمْ مَخْشَوْنِي. Warum denkt ihr immer an andere und habt Angst und in euren Taten und Benehmen, sogar in eurem Glauben und es auszusprechen und befürchtet euch vor diesen ganzen Systemen? Ich bin derjenige, den ihr fürchten müsst, sagt Allah. Und deswegen dieser Hadith, Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ich habe vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gehört, dass er Folgendes gesagt hat. إن أول الناس zu den ersten Menschen يقضى يوم القيامة عليه, über die am Tag des jüngsten Gerichtes im Qiyamah gerichtet wird, يقضى عليهم, über sie gerichtet wird, sind wer? Eins, der erste kommt jetzt. Rajulun ustushide. Ein Mann, der als Märtyrer gefallen ist. Wer ist Märtyrer? Der im Dschihad gegen die Feinde Allahs kämpft, für Allahs Religion und auf diesem Weg in dieser Schlacht gefallen ist. Also so einer Mann, so einer. Also wir reden von der obersten Instanz, die ein Muslim erreichen kann in seinem Leben. Mehr geht nicht. Also du kannst ja für Allah dein Geld opfern, deine Zeit opfern, deine Jugend opfern. Er hat sein Leben gegeben. Rajulun ustushide. Einer, der als Märtyrer gefallen ist. Fa'utiye bihi. Jetzt ist er tot. Jetzt sind wir im Qiyamah. Da gibt es kein Instagram mehr, kein Facebook mehr, kein Vorspielen mehr, kein Täuschen mehr, keine Masken mehr. Er wird vorgeführt. Fa'arrafahu ni'amahu. Allah wird ihm die Gaben, die Ni'ma aufzählen, die er ihm gegeben hat. Fa'arafaha. Er wird alles erkennen und zugeben. Hat er bekommen. Qala. Allah wird sagen, Fama amilta fiha. Was hast du damit gemacht? Du warst jung, du warst kräftig, stark. Was hast du damit gemacht? Qala. Ya Rabbi, wird er sagen, Qataltu fika. Ich habe für dich gekämpft. Für deine Religion. Hatta ustushittu. Bis ich als Märtyrer gefallen bin, wird er sagen als Antwort. Qala, Allah sagt, kadabte. Du lügst. Da bekommt man Gänsehaut. Allah sagt das.
Und zwar an einem Tag, wo es für diese Reise kein Zurück mehr gibt. Es ist jetzt da, vor dem Gericht, wird gleich über ihn gerichtet werden. Und es gibt keine Möglichkeit mehr, es wieder gut zu machen. Und er hat so getan, als ob das so ist. Vielleicht dachte er wirklich, dass er das Richtige macht. Vielleicht dachte er wirklich, dass er als Märtyrer gestorben ist. Er war dort und hat sein Leben geopfert. Er dachte, es ist für Allah. Kadhabta, du hast gelogen, sagt Allah. Walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un. Du hast gekämpft, damit die Leute sagen, wow, was für ein mutiger, kräftiger Mann, was für ein Kämpfer. Faqad qil. Und so wurde es auch gesagt. Was haben wir gerade in diesem Vers gelernt? Die, die ihre Taten dafür tun, damit sie die Belohnung hier bekommen, egal welche Belohnung sie erwarten, damit sie gelobt werden, damit sie einen Rang dadurch bekommen, egal welche Belohnung, faqad qila. Du wolltest ja, dass die Leute sagen, wie mutig. Faqad qila, sie haben es gesagt. Du hast deine Belohnung also schon bekommen. Thumma umira bihi. Dann wird über ihn befohlen werden, fasuhiba ala wajhihi. Das Gesicht eines Menschen ist das Wertvollste, was er hat. Deswegen schlägt man im Islam auch nicht in das Gesicht eines Menschen. Es ist nicht erlaubt. فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ. Er wird aus seinem Gesicht gezogen werden. So eine Erniedrigung für einen, der als Märtyrer gefallen ist oder der das so dachte. حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Bis er in Jahannam geworfen wird. Es gibt nicht nur diese Gruppe. Unser Prophet gibt uns weitere Beispiele. Verinnerlicht es. Denkt darüber nach, was unser Prophet uns hier sagt. Beschäftigt euch nicht mit mir. Versucht euch an die Wörter zu konzentrieren. Denn ich bin nur ein Überträger dieser Wörter des edelsten Menschen und des Propheten auf der Erde. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist egal. Die Wörter sind wichtig. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ. Dann kommt einer. Er hat Wissen erworben, Ilm gelernt. Wa'allamahu. Und er hat auch anderen gelehrt. Also ein Alim. Er hat gelehrt. Waqara al-Quran. Hat Quran gelesen. Fa'utiya bihi fa'arrafahu fa'arrafaha. Allah lässt ihn vorführen, fragt ihn, was er bekommen hat. Und er wird alles zugeben. Qala fama amilta fiha. Dann wird Allah fragen, was hast du mit dieser Gabe Allahs gemacht, mit dem Ilm, mit dem Wissen, mit dem Koran, mit diesem Talent, den Koran so lesen zu können. Verehrte Muslime, guck mal, wir reden nicht über einen, unser Prophet redet nicht über einen Bruder oder eine Schwester, der noch nicht mal betet oder vielleicht Glücksspiele im Leben hat, vielleicht sogar Zina macht, aber ein Muslim ist. Nein, über die redet er nicht, sondern er redet über einen, der als Märtyrer gefallen ist. Über einen, der ein Alim war, ein Qari war. قال تعلمت العلم وعلمته يا ربي. Ich habe Ilm gelernt, es anderen beigebracht. وقرأت فيك القرآن. Ich habe für dich Koran gelesen. فيك. Hab das so gemacht. قال كذبت. Du lügst, sagt Allah. Du lügst. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. Du hast es gelernt und gelehrt, damit die Leute sagen, was für ein Alim. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَهُ وَقَارِئٌ. Du hast es gelesen und deine Stimme so gezogen und gezerrt, damit die Leute sagen, was für ein Qari, was für ein Leser. فَقَدْ قِيلَ. Und sie haben es auch gesagt. Du hast deine Belohnung da bekommen. Deine Punkte, deine Follower, die waren alle da. Was willst du denn hier noch? ثُمَّ أُمِرَ بِهِ. Und es wird befohlen, فَسُحِبَ عَلَى وَجِهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Auf seinem Gesicht wird er gezerrt, bis er in die Hölle geworfen wird. وَرَجُلٌ. Ein anderer wird kommen. وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah hat ihm Geld, Gold auf dieser Welt gegeben, von den verschiedensten Gaben. وَأَعْتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ. Von allen Arten. Er hatte nicht nur Geld, sondern auch Gold. Er hatte Autos, er hatte Häuser, er hatte Aktien, er hatte alles. Viel Geld, reich. فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. Er wird vorgeführt. Allah fragt, was er bekommen hat. Er wird es zugeben. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. Was hast du mit diesen Möglichkeiten gemacht? قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. Ja Rabbi, ich habe keine Möglichkeit ausgelassen,
Wenn es eine Situation gab, wo du, Allah, ja Rabbi, es gemocht hast, dass man dort spendet, ich habe dort immer für dich gespendet. Habe ich gemacht. Mit diesem ganzen Geld und meinen Möglichkeiten, die ich hatte. قَالَ كَذَبْتَ Du lügst, sagt Allah. وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَهُ وَجَوَادٌ Du hast es gemacht, damit die Menschen sagen, was für ein wohltätiger Mann. Was für ein wohltätiger Mann. فَقَدْ قِيرٌ Sie haben es gesagt. Du hast deine Belohnung bekommen. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ Er wird gezerrt werden, bis er in die Hölle kommt, sagt Allah, auf seinem Gesicht. An dieser Stelle von Hazrat Anas radiallahu anh wird überliefert, dass unser Prophet Folgendes gesagt hat. Am Tag der Auferstehung kommen die Engel, die Schreiber, mit versiegelten Büchern, mit unseren Büchern, also wo unsere Taten drin stehen. Die sind versiegelt. Allah sagt zu ihnen, werft diese Bücher weg. Sie sagen, ja Rabbi, subhanallah, du bist erhaben. Wallahi, wir haben, du weißt es, nur das niedergeschrieben, was sie getan haben. Nicht ein Buchstabe ist hinzugefügt, nicht eine kleinste Tat oder ein Buchstabe ist entfernt worden. Das, was sie gemacht haben, genauso, genauso. Und Allah wird sagen, nein, diese Handlungen wurden nicht für mich gemacht, sondern für andere Zwecke. Also wirft dieses Buch weg und sie sollen ihre Belohnung von denjenigen oder diejenigen bekommen, für die sie es gemacht haben. Möge Allah uns vor diesem Unheil bewahren. Stell dir nur vor, wie diese Situation, wie beängstigend diese Situation für einen Muslim sein muss in dieser Situation. Und damit das nicht passiert, und es ist eine Warnung für alle Muslime, bevor es passiert, und es wird genauso passieren, denn der Prophet hat es gesagt, seine Zunge und sein Mund sind vor Fehlern und vor Lügen geschützt, ma'azallah, das ist nicht möglich. Also ist es die absolute Wahrheit und von Allah, was er gesagt hat. So glauben wir als Muslime an die Hadith des Propheten. Inshallah machen wir noch Vorträge über diese Usul, aber jetzt an dieser Stelle nicht. Also wir glauben an diese Hadith, die unser Prophet von ihm an uns übertragen wurden, in den authentischen Hadith-Werken, die uns alle heute, alhamdulillah, sogar in übersetzter Form angeboten werden. Alhamdulillah, wir haben es gut heute als Muslime. Nicht wie die Ersten damals, die für ein Hadith tausende Kilometer reisen mussten, damit wir das heute lesen können. Und was machen sie heute? Das kann kein Hadith sein. Warum? Das passt nicht zum Koran. Warum? Was verstehst du vom Koran? Was verstehst du vom Koran? Du kannst es noch nicht mal mit Tajwid lesen, nein, du kannst es gar nicht lesen. Und dein Verständnis vom Koran lehnt dieses Hadith ab. Wenn unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel sagt über die Frauen oder über Männer oder über das Jenseits oder über den Dschihad, das passt nicht zur heutigen Zeit, das passt nicht zum Koran, das passt nicht zu mir. Das Einzige, wo es nicht hinpasst, ist dein Kufur in deinem Kopf. Nichts anderes. Das ist das Problem. Zu deinem Nifaq. Das ist das Problem. Aber sie wissen es leider nicht. Deswegen ist es unsere Pflicht, diese Themen sicherlich auch zu behandeln, aber es ist ein anderes Thema. Warum ich das gesagt habe? Es ist die Wahrheit, die von Allah an unserem Prophet gekommen ist. Der einzige Unterschied ist, zwischen dem und dem Koran, es ist غير مطلو. Wir lesen es nicht im Koran. Und das, was im Koran steht, in der Mushaf, das lesen wir im Gebet. Das ist der einzige Unterschied. فَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ Das ist das, was wir als Muslime sagen. Sollen die anderen ruhig diskutieren? Sollen sie nicht, aber wenn sie es tun, was sollen wir machen? Das alles, was vom Propheten gekommen ist, فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ Wir ergeben uns, sagen, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Wir ergeben uns, wenn wir diese Ahadith hören. Das war's, nichts anderes. Und er hat uns davor gewarnt, vor diesem Tag, bevor es kommt, damit wir unsere Taten kontrollieren. Märtyrer opfert sein Leben. Reicher Mensch, der gibt sein Geld für Allah aus. Oder ein anderer, der in dem Masajid Ilm lernt, lehrt, Koran liest. Alles für Allah. Sie sagen, wir haben es für dich gemacht. Und Allah sagt, nein, du lügst. Deswegen müssen wir unsere Taten kontrollieren. Jedes Mal, wenn wir uns fragen, was hält er davon? Was denkt er darüber? Wie kommt es da an? Nein. Was führt
zum Wohlgefallen Allahs? Das ist die erste und ausschließliche absolute Frage, die wir uns als Muslime fragen müssen. Aber alles läuft so schnell heute. Wir haben gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Alles ist so schnell. Der Tag ist so kurz. 24 Stunden. Aber wir haben heute Autos. Wir haben heute Flugzeuge. Wir haben heute die technischen Hilfsmittel. Zum Beispiel auch für Frauen. Also jetzt nicht falsch verstehen als Erniedrigung oder Masern. Jeder, der uns kennt. Für uns ist die Frau das Wertvollste auf der Welt, denn unter der Füße der Mutter ist das Paradies. Khalas. Das reicht für uns als Wertschätzung der Frau. Unter den Füßen ist das Paradies. Unter ihren Füßen, sagt unser Prophet. Aber zum Beispiel die Spülmaschine oder die Waschmaschine und alles, und auch für uns, alles als Hilfsmittel eigentlich da, damit wir am Tag doch mehr Möglichkeiten für Allah haben sollten oder nicht. Aber nein. Guck dir mal diese Bücher da in diesen Regalen an. Ich sehe von hier Al-Mabsud, von Imam Sarachsi, Shamsul E'immah, die Sonne der Imame, der Gelehrten. Er hat dieses Buch aus seinem Gedächtnis seinen Schülern diktiert. Im Gefängnis saß er in dieser Zeit. 30 Bänder. Und das sind nicht seine einzigen Werke. Wie haben sie das gemacht? Kein Computer, kein Diktiergerät. Heute nehmen sie ein Diktiergerät, sprechen sogar dieses Buch rein, Autoren, ist okay. Dann gibt es Software, die das aufschlüsseln und in Text umsetzen. Fast schon fehlerfrei. Wir wollen ja keine Werbung für irgendeine Software hier machen, aber das geht heute alles. Nein, sie haben das alles geschrieben. In der gleichen Lebenszeit, manchmal sogar kürzer, aber nicht mit dem... Wieso haben sie das geschafft und warum schaffen wir es noch nicht mal heute, die Einführung dieses Buches zu lesen? Vom Buch selbst redet ja keiner mehr. Die Muslime bekommen heute Angst, wenn sie diese Bänder sehen. Das kann man noch nicht lesen. Und dann nehmen sie Ibn Abidin. Darunter ist Fatawa Hindiyya. Dort ist Qurtubi. Die haben es geschrieben. Nicht gemalt. Wir können es noch nicht mal lesen, noch nicht mal die Einführung. Alles ist so schnell. Deswegen haben wir keine Zeit, um über diese Ahadith nachzudenken. Es ist gar nichts schnell. Es ist alles nur Panik, die wir selber verbreiten. Alles nur künstlich, weil wir die Priorisierung in unserem Leben verloren haben und uns die wichtigste, essentielle Frage nicht mehr stellen. Warum mache ich etwas? Oder mache ich überhaupt es in der richtigen Reihenfolge? Deswegen lasst uns mal schauen, wie es eigentlich sein sollte, verehrte Muslime. Ich werde mal ein paar Beispiele geben, inshallah. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Das ist Maghrib, ne, inshallah. So. 5 Minuten davor machen wir Schluss, mindestens, damit wir Wudu ein bisschen Zeit haben. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch, inshallah. Aber wir wollen natürlich auch nicht in der ersten Sitzung so überziehen. Machen wir sowieso nicht, weil die Konzentration lässt nach. Man muss diese Methoden auch einhalten, es ist sehr wichtig. Aber ich sehe euch an, ihr guckt mich an. Ich sehe die Konzentration in euren Augen. Das ist immer ein Zeichen für den Referent, für den Redner. Mach erstmal weiter. Noch ist gut. Wenn ich ein Zeichen bekomme von euch, das müsst ihr mir nicht zeigen, ich merke das dann, inshallah. Das heißt, wenn die Augen fallen oder wenn ihr wegguckt, dann ist die Zeit gekommen. Wir haben so eine Obergrenze hier, inshallah, Maghrib. Wir müssen sowieso dann vor dem Gebet aufhören. Aber ein paar Beispiele, inshallah. Wir haben jetzt so viel gesagt, wie es nicht sein soll. Aber wie soll es denn jetzt sein? Weil wir haben ja von diesem Echtheitszertifikat geredet, von dieser Garantie. Aber wo bekomme ich das? Jetzt sagt man ja zum Beispiel, wenn du Original-Markenklamotten kaufen willst, dann mach es nicht in der Türkei, in Mahmud Pascha, in Istanbul, auf dem Markt, weil da ist es gefälscht. Oft sogar besser als das Original. Aber wenn du wirklich sicher sein willst, dass es Original ist, dann geh in den Laden, wo diese Marke verkauft wird. Da ist ein Echtheitszertifikat drauf. Das kann nicht gefälscht werden. So, da wissen wir, wo man das kauft. Wenn du das Kleingeld hast, kannst du kaufen. Aber hier bei diesen Taten, wo bekommen wir denn dieses Echtheitszertifikat? Wo ist das? Kann man das kaufen? Kann man das irgendwo hernehmen? Wie geht das? Es ist hier, im Herzen, deine Absicht. Unser Prophet sagt, Niyatul Mu'mini khayrun min amalihi. Die Absicht des Muslim, des Mu'min, ist wichtiger und wertvoller als seine Tat. Und Allah sagt uns im Koran, Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala in der Surah Mulk. Wir haben euch erschaffen, den Tod und das Leben, damit wir euch prüfen, wer die Ahsana Amala, besten Taten von euch machen werden.
Nicht die meisten, sondern die besten. Wann ist eine Tat am besten? Wenn sie für Allah ist. Und zwar nur für Allah. Mit der Absicht, Allahs Wohlgefallen zu erlangen und dafür eine Belohnung dann im Jenseits zu bekommen. Und die Belohnung kommt automatisch, wenn sie für Allah ist. Hasan ibn Rabi' sagt über einen Dschihad-Ausschnitt eines der Schüler von Imamuna, Imam Azam, Rahmatullahi alayh, Abdullah ibn Mubarak, Rahmatullahi alayh. Also über den Dschihad von Abdullah ibn Mubarak erzählt Hasan ibn Rabi'. Ich mache es mal ein bisschen mit Vorlesen, damit es schneller geht. Ein vermummter muslimischer Reiter, also Abdullah ibn Mubarak, preschte sich hervor, duellierte mit einem der feindlichen Ritter, der Kuffar. Dieser Kuffar hatte den Muslimen viel Leid zugefügt und tötete ihn für Allah. Die Muslime jubelten in diesem Augenblick. Allahu Akbar, schrien sie. Ein großer Feind Allahs wurde eliminiert. Aber wo sie jubelten, nutzte er die Situation und mischte sich unter die Menge und verschwand wieder, damit ihn keiner sehen konnte. Aber ich folgte ihm, sagte er. Ich folgte ihm. Ich wollte wissen, wer es ist. Und ich beschwor ihn, dass er mir sein Gesicht zeigt. Sein Gesicht war verdeckt, damit es die Leute nicht sehen. Als ich ihn erkannte, fragte ich, du vermummst dich, obwohl du einen großen Feind Allahs getötet hast, der die Muslime, inshallah, zum Sieg verhelfen wird. Die Muslime haben gerade gejubelt, du hast so viel Freude in deren Herzen für Allah zugefügt und du vermummst dein Gesicht. Er antwortete, derjenige, für den ich das getan habe, erkennt mich. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Allah vergisst nichts. Ich habe Angst gehabt, sagt er, wenn ich mein Gesicht zeige und sie mich dann nach dieser Tötung bejubeln, dass dann vielleicht, wenn wir zum Beispiel 100% haben, nur 2% vielleicht als Gefühl kommt, so dieses Gefühl, dieses Bejubeln. Und jetzt mal Hand aufs Herz, auf unsere eigenen Herzen und über unsere Taten sollten wir jetzt denken. Dann bekommt man Angst, wallahi. Und noch interessanter ist die folgende Überlieferung. In Uyun al-Akhbar, Ibn Qutaybah, überliefert von Maslama bin Abdul Malik, das ist der große Kommandant, der die Römer, deren Flügel gebrochen hat für Allah, der große Kommandant, der große Kämpfer. Und bei einem seiner Dschihade, seiner Kämpfe für Allah, waren sie vor einer Festung. Die Festung war wirklich überall dicht. Die Mauern waren zu und hoch, die Muslime konnten nicht durch, der Sieg verspätete sich. Wenn der Sieg sich verspätet, dann geht die Moral nach unten. Und dort war ein kleines Loch in der Mauer, wo aber vielleicht nur einer durchkam. Aber wenn du durch diese Mauer durchgehst, dann warten sie dort, die Feinde. Was passiert dann? Es ist natürlich nicht garantiert, dass du dich dann durchkämpfen kannst bis zum Tor und das vielleicht öffnen kannst mit der Hilfe Allahs für die Muslime, damit sie eindringen. Also eine Kampfsituation muss man sich mal vorstellen. Der Kommandant ist also Maslama bin Abdul Malik. Und dann fragte er in die Menge der muslimischen Kämpfer, wer kann durch dieses Loch in der Mauer, um das Tor zu öffnen? Keiner meldete sich. Fragte nochmal, keiner meldete sich. Eine schwere Aufgabe. Allahu alam, ich glaube nicht, dass sie Angst hatten, sondern der Verantwortung gerecht zu werden. Keine kleine Aufgabe. In die tiefsten Reihen der Feinde rein, in deren Festung, diese Angst des Scheiterns, dass die Muslime vielleicht dadurch noch mehr Moral verlieren. Allahu alam. Aber darum geht es hier nicht. Aber so muss ein Muslim über Muslime denken. Nur so nebenbei. Immer das Gute. Weil wenn sie das so gemacht haben, inshallah, sie hatten so einen guten Grund. Husnisan. Aber nach ein, zwei, dreimal Fragen meldete sich ein Mujahid. Sein Gesicht war auch verdeckt und sagte, ich kann das machen. Gib mir diese Aufgabe. Und er tat es. Er ging rein. Allah half ihm mit Allahs Hilfe. Kämpfte er sich durch, das Tor wurde geöffnet, die Muslime konnten eindringen und die Festung wurde übernommen. Alhamdulillah. Die Muslime hatten den Sieg mit Allahs Hilfe bekommen. So, jetzt war natürlich Maslama, rahmatullahi alayh, darauf hinaus, diesen Mujahid kennenzulernen, durch dessen Hand Allah diesen Sieg ermöglicht hatte. Wer hat den Sieg ermöglicht? Allah, natürlich. Aber er hat jemanden dafür benutzt.
Er ließ nach ihm suchen, keiner meldet sich. Er ließ nach ihm suchen, keiner meldet sich. Er soll sich melden, sagt er. Wenn er kommt, den Bewachern, lasst ihn sofort durch. Und dann sagte ich, befehle, er soll sich melden. Und dann meldete er sich. Und kam zu Maslama, rahmatullahi alayhi, und sagte, er sagte ihm, bist du derjenige, der das gemacht hat? Ich kenne denjenigen, der das gemacht hat, sagte er. Aber er war es selber. Ich habe drei Bedingungen. Wenn du diese drei Bedingungen akzeptierst, dann sage ich dir, wer es war. Okay, sag. Du wirst seinen Namen nicht zum Khalifen schicken. Also er soll nicht populär werden und als Held gefeiert werden. Okay? Okay. Du wirst ihm für seine Tat keine Belohnung geben. Okay, akzeptiere ich. Du wirst es niemandem sagen und du wirst ihm nicht nach seinem Stamm fragen, wo er herkommt und so weiter und so fort. Okay, akzeptiere ich. Ich war derjenige, der durch diese Maueröffnung gegangen ist und diese Aufgabe übernommen hat. Nach diesem Gespräch sagt Ibn Qutaybah in Uyunul Akhbar, betete Maslama zu Allah, Ya Rabbi, lass mich mit demjenigen im Akhirat zusammen sein, der durch diese Öffnung gegangen ist. Es ist in unseren Büchern drin, in den islamischen Geschichtsbüchern, aber wir kennen immer noch nicht seinen Namen. Aber ist doch egal, Allah kennt seinen Namen. Und er wollte nicht, dass sein Name gekannt wird, sondern er wollte, dass seine Tat ausschließlich für Allah ist und dass es irgendwie nicht verdreckt oder zerstört werden kann, indem dort andere Absichten irgendwie rein können. Denn dieser Profilierungsversuch, da ist es dann egal, wie viel Prozent das ist. Das kann auch nur 1% sein, aber es ist dann durch, es muss 100% für Allah sein. Und das ist das Besondere. Was ist mit uns? Tragen wir diese Sorge bei unseren Taten? Oder haben wir eher das Gefühl und das Verlangen oder warten sogar, bis es andere sehen, damit sie es wissen? Weil wenn das so ist, dann, yarhamukallah, dann ist es die große Gefahr. Schau dir Hazrat Umar radiallahu anhu an. Hazrat Umar radiallahu anhu, es ist berühmt von ihm, dass er oft als Khalif, möchte man sich natürlich auch wissen, als Khalif macht er das. Und zu seiner Zeit, der Khalife, das war eigentlich das größte Land der Erde als Machtposition. Weil Persien wurde erobert, die Römer wurden zurückgedrängt. Also von so einem Khalifen reden wir, von Umar radiallahu anhu. Aber trotzdem, immer wenn es dunkel wurde, hatte er sich selbst zur Aufgabe gemacht, dass er durch die Straßen von Medina ging und so guckte, gibt es Leute, die Bedürfnisse haben, kann ich jemandem helfen? Das hat er alleine für sich gemacht, für Allah. Und in einem dieser Nächte kam er an einem Haus vorbei, hörte von innen eine Frau, die am Weinen war. Schmerzen hatte, man spürte es an ihrer Stimme und vor dem Haus steht ein Mann. Er näherte sich, sagt, was ist hier los? Er sagt, geh deinen Weg, lass mich in Ruhe. Ich habe meine eigenen Sorgen, sagt er, lass mich in Ruhe. Er fragt nochmal, was ist da los? Es schmerzt mich, da weint eine Frau da drin. Er sagt, geh weg, lass mich in Ruhe. Aber als er ihn bedrängt, er weiß natürlich nicht, dass das Hazrat Umar der Khalif ist. Das weiß er natürlich nicht. Aber als Hazrat Umar nicht locker lässt, sagt er, ich glaube, du lässt mich erst in Ruhe, wenn ich dir sage, meine Frau, wir sind nach Medina gekommen, wir sind Fremde hier. Wir hatten gehört, hier gibt es einen Khalifen, der ist gerecht und dem Bedürftigen gibt er Geld und sorgt für sie. Und dann sind wir hingekommen, wir sind wirklich bedürftig und heute, so Allah wollte es, gebärt meine Frau gerade im Haus. Und deswegen schreit sie vor Schmerzen, bringt ein Kind auf die Welt in diesem Augenblick. Sagt Hazrat Umar radiallahu an. So, was könnte er jetzt machen? Was würden wir machen? Also wir sind ja nicht der Khalif der Umma, aber sowas würden wir als Muslime machen. Handy raus, Krankenwagen rufen, andere, weil wir haben ja keine Ahnung. Aber der Khalif, er hätte die besten Ärzte rufen können. Er hätte die besten Hebammen bringen lassen können. Er hätte die Macht dazu, wallahi hat er das. Und wenn er es gemacht hatte, überall in den eroberten Gebieten, in Irak, in Scham, in Iran, sogar in Ägypten, in Alexandria, hätten sie gesprochen, wow, was für ein Führer der Muslime. Er geht nachts durch die Straßen, sorgt für die Muslime, für die Bedürftigen. Sie hätten es geredet. Was hat Hazrat Umar radiallahu anhu gemacht? Er ist gelaufen nach Hause.
zu seiner Frau Umm Gulsum radiallahu anha, hat sie geweckt. Und das Erste, was er ihr gesagt hat, war folgendes: Steh auf, Umm Gulsum, steh auf. Heute hat uns Allah die Möglichkeit gegeben, die Tür zum Paradies zu öffnen. Er hat gesagt, Allah hat dir heute die Möglichkeit gegeben, das Tor zum Paradies zu öffnen. So, die Schwestern, die uns zuhören, was würde meine liebe Schwester machen in diesem Augenblick? Würde sagen, aber brauchst du einen Psychiater oder was, nachts, um diese Uhrzeit? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Ruf eine Hebamme, einen Arzt, ruf jemanden. Und mitten im Schlaf störst du mich. Was soll ich denn machen? Wer sind die überhaupt? Er ist der Präsident, sie ist die First Lady. Okay, mit heutigen Begriffen, damit wir es verstehen. Er ist der Präsident und sie ist die First Lady des größten Landes als Machtvakuum gesehen auf der Welt. Sie ist sofort aufgesprungen, hat sich gefreut über die Möglichkeit, das Paradies zu gewinnen. Sie hat ein bisschen Decken und so mitgenommen, hat gefragt, was soll ich mitnehmen? Nimm das mit, schnell einen Topf, bisschen Wasser kochen. Sofort dahin zu der Tür von dem Mann, der ihn gerade verjagt hat. Sie ist rein, Kind kam auf die Welt. Als das Kind auf die Welt kam, hat sie rausgeschrien, Ja Amir al-Mu'minin, ey Amir al-Mu'minin, o Führer der Muslime, gib diesem Mann die frohe Botschaft von einem Jungen, der gerade auf die Welt gekommen ist. Als der Mann das gehört hat, Amir al-Mu'minin, bist du dann weggerannt vor Angst. So steht es in der Überlieferung. Er sagt, komm zurück, keine Angst. Wir sind hier, um Allahs Wohlgefallen zu verdienen. Komm morgen zur Moschee, denn dort war die Führung, und ich gebe dir das, was du nötig hast, hat er gesagt. Verehrte Muslime, es gibt sehr, sehr viel zu erzählen, aber vielleicht an der Stelle, wir haben über die Frau von Hazrat Umar radiallahu anh geredet, vielleicht noch ein Beispiel von einer unserer Mütter, von den Frauengefährten des Propheten. Hazrat Hamza radiallahu anha, eine Dichterin. Man sagt, sie war vielleicht die größte Dichterin unter den Arabern zu der damaligen Zeit. Und von dieser Hamza wurde der Bruder getötet in der vorislamischen Zeit. Sie war eine Dichterin. 40 Jahre lang hat sie Gedichte geschrieben. Ihre Gedichte haben geweint, sagt man. Sie hat 40 Jahre lang getrauert für ihren Bruder. Dann wurde sie Muslima. Allah hat ihr die größte Gnade gegeben, die ein Mensch auf dieser Erde erlangen kann, ein Muslim zu werden. Dann war sie Hazrat Hamza radiallahu anha. Und zur Zeit von wieder Hazrat Umar radiallahu anha, als er Khalif war, und zwar dort die Schlacht von Qadisiyye, die Schlacht von Qadisiyye ist die Schlacht, wo es um die Perser ging, gegen die Iraner, die Götzenanbeter, die auch Feuer angebetet haben, und zwar dort wurde Persien erobert von den Muslimen. Und in dieser Schlacht war auch Hamza dabei. Wie alt war sie damals? Wo ist Medina? Wo ist Irak? Qadisiyye, wo das liegt. So weit entfernt. Wie alt war sie damals? Allahu alam. Und sie war dort mit vier Söhnen. Vier Söhne hatte sie dabei. Sie hat ihre Söhne zu sich gerufen vor der Schlacht, hat gesagt, hört mir zu, meine Söhne. Gleich beginnt die Schlacht gegen diese Mushrikun, gegen diese Kuffar für Allah. Wenn ihr nicht so kämpft, wie es Allah von euch will, erwartet, wenn ihr vom Schlachtfeld auch nur einen Zentimeter abweicht, zurückgeht, Wallahi al-Azim, so soll mein Haq und meine Milch auf euch nicht halal sein. Hat er ihnen gesagt, vor der Schlacht. Dann hat die Schlacht begonnen und alle vier Söhne sind als Märtyrer gefallen. Alhamdulillah. Sie haben es geschafft. Alle vier Söhne. 40 Jahre lang hatte sie vor dem Islam für ihren Bruder getrauert. Ihre Gedichte waren voller Tränen. Und jetzt hat sie vier Söhne verloren, nicht Bruder. Vier Söhne verloren. Und Wallahi, was hat sie gemacht? Sie hat ihre Hände gehoben, sie hat gesagt, Alhamdulillah, alladhi razaqani bi shahadati auladi. Lob gebührt Allah demjenigen, der mich geehrt hat, indem er meine Söhne als Märtyrer genommen hat. Das ist Ikhlas. Das ist für Allah Leben. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِمْ. Was ist der Unterschied zwischen der Hamza radiallahu anha und der Hamza vor dem Islam, die 40 Jahre lang getrauert, gejammert hat? Was ist der Unterschied?
Ibtigha'a wajhi rabbihim. Das ist der einzige Unterschied. Das ist diese feine Linie. Was heißt das? Ibtigha'a wajhi rabbihim. Etwas zu tun, ausschließlich und nur um das Wohlgefallen Allah zu erlangen. Und sie hat sabaru, geduldig ausgeharrt. Von ihm kommen wir, zu ihm kehren wir zurück. Das macht den Unterschied. Und diese Form kommt im Koran so oft vor. Guck mal, verschiedene andere Formen. Ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'a marzatillah. Ibtigha'a ridwanillah. Kommt alles im Koran vor. Warum so oft? Weil es wichtig ist. Weil wir daran verstehen sollen, wie unsere Taten sein sollen. Jetzt zum Schluss, inshallah, noch ein Beispiel, noch ein Hadith. Ich gebe mal schnell die ungefähre Bedeutung, weil jetzt wird es langsam zeitlich eng. Sonst schaffen wir das nicht. Dann machen wir es ein bisschen zügiger, aber wir müssen es verstehen. Es ist ein sehr wichtiger Hadith, was dieses Thema ganz konsequent behandelt. Das ist von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma. Möge Allah mit ihm und seinem Vater zurück, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein. Berichtet und überliefert diesen Hadith. Er sagte, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat folgendes Gleichnis erzählt. Einst waren drei Männer unterwegs und sie mussten die Nacht in einer Höhle verbringen. Und so sollte es sein, als sie in der Höhle drin waren, glitt vom Berg ein Felsstück herunter und blockierte den Höhlenausgang. Und als das passierte, waren sie sich einig, dass sie zur Befreiung aus der jetzigen Situation ausschließlich Allah alleine anflehen müssen, und zwar mit Taten, die sie ausschließlich für Allah getan haben. Jetzt wir, stellt euch in diese Situation, versetzt euch in die Situation, wir wären in dieser Höhle, entweder werden wir dort sterben, oder Allah wird diese Öffnung, diese Höhlenöffnung befreien von diesem Felsstück, denn Allah hat die Macht dazu. Und sie haben sofort gesagt, illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Wir müssen Allah anflehen mit den rechtschaffenen Taten, die wir ausschließlich für Allah gemacht haben. Was würden wir sagen? Fragt euch das. Wir sind in dieser Höhle. Und wir müssen jetzt Allah anflehen mit Taten, die wir nur für ihn gemacht haben. Nur, jetzt guckt mal diese Beispiele, die unser Prophet dabei gibt. Einer von ihnen fing an zu sagen, ja Rabbi, meine Eltern waren sehr alt. Ich pflegte ihnen Nacht, Milch mitzubringen. Und dieses Milch gab ich immer erst ihnen, bevor ich es meinen Kindern oder anderen Familienmitgliedern gegeben habe. Eines Tages habe ich mich verspätet, weil ich noch Holz und so weiter suchen musste. Und als ich zurückkam, waren sie bereits eingeschlafen. Aber ich wollte sie von ihrem Schlaf nicht wecken. Aber bevor sie nicht getrunken hatten, wollte ich auch meinen Kindern nichts geben. Denn sie waren meine Eltern. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Denn du hast mir, ja Rabbi, gesagt, ich soll ausschließlich dir dienen und dich als Rabb nehmen. Und danach... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Die Eltern in der Ihsan-Art und Weise zu behandeln. Also beste Art und Weise. Und damit nicht jeder für sich selbst definiert, was die beste Art und Weise sein kann. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, sagt Allah. Wenn ihr üff sagt, ist es schon kaputt. Was ist üff? Üff ist ein Ausatmen mit Lärm, also mit Geräusch. Das ist also der einfachste Weg, wie ein Mensch seine Ärgernis zeigen kann. Nur nicht mal das Recht hast du dazu, sagt Allah. Machst du es, ist es kaputt. Was macht er? Dieser Mann, den unser Prophet als Ikhlas-Gleichnis gibt. Ich habe meinen Kindern nichts gegeben, bevor meine Eltern nicht davon getrunken haben. Die Kinder, wallahi, jammerten vor seinen Füßen vor Hunger. Also heute, Kopf heute, von orientalistischen Gift bedreckt, würde sagen, was für ein Barbar, was für ein schlimmer Mensch. Und unser Prophet lobt ihn als Supermensch. Immer dieses Beispiel, dass wir verstehen, dass das Problem oft hier ist, in unserem nicht gesunden Islamverständnis. Meine Kinder jammerten,
Als sie erwachten, bekamen sie ihren Trank und dann sagt er: Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, wie es im Vers vorkommt. Ja Rabbi, du weißt es. Du weißt es, ja Rabbi. Wenn ich das gemacht habe, ausschließlich und nur um dein Wohlgefallen zu bekommen, fafarrij 'anna ma nahnu fihi. Befrei uns vor diesem Leid. Öffne dieses Tor, den Höhleneingang. Und der Felsstück bewegte sich, aber sie konnten nicht raus, sagt unser Prophet. Da flehte der andere: Ja Rabbi, ich hatte eine Cousine. Passt auf, ich erzähle euch kein Märchen. Ich erzähle euch von einem Hadith, überliefert bei Bukhari und Muslim. Ich hatte eine Cousine, in die ich leidenschaftlich verliebt war. Sogar steht drin: Kuntu uhibbuha ka ashadd ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa. Ich liebte sie so sehr, so wie ein Mann eine Frau überhaupt nur lieben kann. Also mehr geht gar nicht, sagt er. Genau so steht es drin. Mehr kann man nicht lieben. Ich versuchte sie zu verführen, aber sie wollte nichts von mir wissen. Es kam eine Hungersnot. Sie kam zu mir, bat mich um Hilfe. Ich hatte Geld. Ich bot ihr 120 Dinare an. Unter der Bedingung, dass sie mit mir Zina macht. Sie stimmte zu. In der Not, in der sie gerade war, sagte sie: Okay, nicht einverstanden, aber sie sagte okay. Aber als es dann zu dem Akt kommen sollte und wir alleine waren und ich vor ihr saß, sagte sie: Ittaqullah, fürchte Allah, fürchte Allah, lass das, mach das nicht. Und in dem Augenblick schlug dieser Blitz in meinen Kopf ein. Ich ließ sie unberührt, überließ ihr das ganze Gold. Und sie ist für mich immer noch in diesem Augenblick das Wertvollste auf der Erde gewesen, sagt er noch im Hadith: Ja Rabbi, wenn ich das gemacht habe, um deinen Wohlgefallen zu bekommen, dann befrei uns vor diesem Leid. Und der Feldstück öffnete sich weiter. Habt ihr das verstanden, was ich gerade hier gesagt habe? Wir reden nicht von einem Menschen, der fünfmal am Tag, vielleicht betet er Allahu Alam, aber der immer betet, der nie in die Situation kommt von Zina und sowas. Also ein Mann, der sündigen wollte gerade. Aber wie wertvoll ist diese Tat des Ikhlas im Herzen, dass Allah dadurch ihnen vergibt und sie aus einer Situation rettet, vor der sie kein anderer retten kann. Der Dritte sagte: Ja Rabbi, ich beschäftigte einige Tageslöhner und bezahlte ihren Lohn, doch einer von ihnen ging fort und ließ seinen Lohn bei mir. Ich konnte ihm sein Geld nicht geben, also habe ich für ihn investiert. Und Bereke kam von Allah, es vermehrte sich und vermehrte sich. Nach einiger Zeit kam dieser Mann zurück und sagte: Ja, Abdullah, o Diener Allahs, gib mir mein Geld, was ich noch von dir zu bekommen habe. 50 Euro, 30, ich weiß nicht, Tageslohn, wie viel. Ich sagte ihm: Alles, was du da siehst, ist deins. Da waren Kamele, Rinder, Ziegen, Schafe, Sklaven, die damals noch gehandelt wurden. Alles ist deins. Er sagte zu mir: Veräppel mich nicht, lass das. Ich bin nicht in der Laune. Hör auf damit, nimm mich nicht auf den Arm, sagte er zu mir. Und ich sagte: Wallahi, ich mache keinen Spaß. Das mit deinem Tageslohn habe ich investiert, Allah hat Barak gegeben und das ist alles deins. Ja Rabbi, wenn ich das nur für dich getan habe, denn du weißt es besser als ich, dann erleichtere uns und nimm diese Last von uns. Und der Fels bewegte sich und sie konnten sich befreien. Was erzählt uns unser Prophet hier in diesem Hadith? Sollen wir so ein Märchen hören, Hasha wa Kalla? Oder sollen wir verstehen, oder sollen wir Folgendes verstehen? Egal, wie klein und banal eine Tat auch aussieht, keine Tat für Allah ist banal und klein. Nichts ist jemals umsonst, wenn sie für Allah ist. Und Allah belohnt sogar die Absicht dahinter, wenn wir nicht die Möglichkeit hatten, dieses in Taten umzusetzen. Das ist ein Hadith. Wir wollten es wirklich machen, hatten aber nicht die Möglichkeit. Dann wird Allah trotzdem die Belohnung dafür geben. So gibt es eine Überlieferung von einem rechtschaffenen Diener, der einmal ein Kommandant, der einmal auf dem Berg stand. Er ist gestorben und ein Muslim hat ihn im Traum gesehen. Und hat ihn gefragt: Und wie war dein Grab? Wie kam die Malaike zu dir? Was hast du erlebt? Und er sagt: Allah hat mir vergeben. Sag mir, warum Allah dir vergeben hat, damit ich das auch machen kann. In seinem Traum sieht er das.
für eine meiner Taten hat mir Allah alle meine Sünden vergeben. Was war diese Tat? Er war ein Kommandant. Eines Tages, als ich mit meiner Armee auf einem Hügel stand und die Feinde Allah sah, in diesem Augenblick sah ich meine Armee, die stark war, mächtig war, gute Waffen, habe ich in diesem Augenblick gedacht, ja Rabbi, wie sehr hätte ich, also er hat sich das gedacht, nur nicht mal gesagt, niemandem erwähnt, wie gerne wäre ich mit dieser Armee zur Zeit unseres Propheten an seiner Seite gewesen, um ihm im Badr zu helfen, im Uhud zu helfen. Er hat das nur gedacht. Wegen diesem Gedanken hat mir Allah all meine Sünden vergeben. Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. Die Absicht ist wertvoller als die Tat. Das ist nicht, bedeutet nicht, dass die Tat nicht wichtig ist, sondern das Beispiel oder die Bedeutung dahinter ist sehr wichtig. Nichts ist jemals umsonst, wenn es für Allah ist, verehrte Muslime. Und egal wie groß und wie wichtig etwas aussieht, es ist umsonst, wenn es nicht für Allah ist. Das ist vielleicht die Faustformel, die wir rausnehmen können. 6 Begriffe noch, inshallah, zum Schluss, damit wir diese mitnehmen und diese nicht vergessen. Zerstörer von Ikhlas. Was zerstört Ikhlas? Erstens, Riya. Riya ist im Benehmen. Man kennt diesen Begriff, Riya. Wir sagen Augendienerei. Augendienerei ist im Benehmen. Das heißt, du machst etwas und willst, dass es andere sehen. Das ist Riya. Zerstört Ikhlas. Kaputt. Keine Belohnung. Zweitens, Nifaq. Nifaq ist im Herzen. Das ist Heuchlerei. Das heißt, du machst es, aber eigentlich bist du gar nicht so. Ma'adallah. Also, Leute, die unter den Muslimen sind, aber gar nicht glauben, vielleicht für Fitne da sind oder für andere Aufgaben, die man ihnen gegeben hat. Nifaq. Drittens, im Geist, im Ego, Ghurur. Das ist Hochmut. Guck mal, so ist nicht so einfach. So viele Begriffe zerstören den Ikhlas. Riya im Benehmen. Nifaq im Herzen, im Glauben. Ghurur im Geist, im Ego, zeigt sich als Hochmut. Takabbur. Im Denken ist das. Das ist Kibir, die Arroganz. Du machst also gar nichts, sondern du denkst nur, dass du der Bessere bist, dass du der Beste bist. Humazah, das ist der Vernichter des Ikhlas auf der Zunge. Wailun likulli humazatin lumazah. Lesen wir vielleicht so oft, denken aber gar nicht nach. Das sind die Beleidigungen der Muslime mit der Zunge, Zerstörer von Ikhlas. Lumazah, im Gesicht, Mimik, Gestik. Dass man sein Gesicht verzerrt, wenn man Muslime sieht oder je nachdem vielleicht eine Schwester mit Hijab oder eine andere Situation. Verehrte Muslime, wenn wir etwas tatsächlich und ausschließlich für Allah machen, dann müssen wir immer, bevor wir diese Tat umsetzen, eine kleine Kontrolle in unserem Herzen, in unserem Gedanken, in unserem Geist durchführen, ist es für Allah oder nicht. Wenn nicht, dann nimm dir kurz die Zeit und mach kurz eine Frequenzeinstellung, Justierung, damit es für Allah ist. Weil wenn es nicht so ist, dann ist es nichtig. Aber wenn es so ist, dann haben wir so viele Beispiele gegeben und mit diesem Vers beenden wir unseren Vortrag, inshallah, wo Allah sagt, إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً. Im Jenseits wird Allah das sagen zu seinen Dienern, die ihre Taten nur für ihn gemacht haben. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً. Das ist euer Lohn. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. Euer Bemühen, eure Tat ist von mir, Allah, mit Dank angenommen worden. مَشْكُورًا. Denn Allah ist Ash-Shakur. Die Menschen vergessen, Allah vergisst nichts. Und egal, wie eine Tat aussieht, wie klein sie ist, zum Beispiel, du hast eine Familie, du willst, dass deine Familie, deine Ehefrau, deine Kinder auch zum Fajr aufstehen. Du bemühst dich, aber du schaffst es nicht. Sie stehen nicht auf. Aber du probierst es jeden Tag trotzdem, immer wieder aufs Neueste. Aber du schaffst es nicht, sie stehen nicht auf. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. Allah wird dich dafür belohnen. Es ist nicht umsonst. Du willst, dass etwas besser ist im Haus, in der Gemeinde, in deiner Straße. Aber es passiert nicht.
Es ist so, wie wenn du eine Ameise bist, die mit einem Tröpfchen Wasser zu einem großen Brand geht, um es zu löschen. Du schaffst es nicht. So wie es heute die Lage der Muslime so aussieht. Aber du weißt, dass du zum Beispiel nicht alle Armen auf der Erde füttern kannst, aber du gibst trotzdem deine Spende. Weil du sagst, ich bin nicht Allah. Allahs Aufgabe ist es, die Menschen auf der Erde zu ernähren. Meine Aufgabe ist es, meinen Teil abzugeben. Du machst es trotzdem. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. Deine Tat war eigentlich umsonst. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً. Das ist euer Lohn, sagt Allah. Und euer Tun und euer Bemühen wird von Allah belohnt werden. Möge Allah unsere Herzen richten. Möge Allah unseren Herzen die richtige Frequenz geben, dass in diesen Herzen nur die Absicht bei unseren Taten für das Erlangen des Wohlgefallens Allahs herrscht. Möge Allah uns vor all den Formen von Riya, Nifaq, Gurur, Kibir, Humaza, Lumaza bewahren.